Ja, und ich habe auch mal meine Moderatorenkappe abgenommen und will mal was zum Second Amendment sagen. Das war ja vor kurzem Thema, heute sogar. Und zwar das Second Amendment, die zweite Hinzufügung zur amerikanischen Verfassung. Okay. Auf jeden Fall, da geht es ja um das Recht der Bevölkerung, eine Waffe zu tragen und zu besitzen, oder nicht nur eine, sondern auch mehrere. Und da wird immer gerne gesagt gegen, ja, wenn man dann alle Waffen abschafft, dann ist ja alles wieder gut. Und da frage ich mich immer so, wie alle Waffen abschaffen? Also ein Stock ist schon eine Waffe. Alles Mögliche ist eine Waffe, wenn man es denn so benutzen möchte. Es geht nicht um die Waffe, es geht darum, dass die Menschen sich gegenseitig verletzen wollen. Und das Ganze auf Waffen runterzubrechen, finde ich besonders bescheuert, weil ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend, dass wenn ich eine Waffe habe, dann kann ich jemanden verletzen. Ich kann ihn aber auch mit meinen bloßen Fäusten verletzen, das sehen wir genug. Die menschliche Kultur hat sich auch entlang der Waffe entwickelt. Aber die Konsequenz daraus, die Waffen abzuschaffen, die ist ja, dass dann nur noch die Leute eine Waffe haben, die auch eine Lizenz haben. Wer ist das? Militär und Polizei erstmal. Da gibt es natürlich noch die ganzen anderen, aber die sind jetzt für mich erstmal gar nicht so wichtig. Also Militär und Polizei haben dann noch eine Waffe. Sehen wir doch mal kurz in benachbarte Länder, jetzt nicht direkter Nachbar, aber doch gar nicht so weit weg. Oh, Türkei. Schön, die haben alle Waffen, benutzen sie jetzt vielleicht nicht immer gegen die Bevölkerung, aber können sie. Und wenn die Bevölkerung nicht gewaffnet ist gegen so etwas, dann können sie von einer korrupten Regierung überrannt werden. Und dann sind sie unfrei. Und deswegen gibt es in Amerika die zweite Zusatzklausel zur Verfassung, dass jeder Bürger des Staates eine Waffe tragen darf. Und das finde ich persönlich richtig. Und ich finde, das widerspricht auch nicht dem Aspekt des Friedens. Denn man hat schon im alten Rom gesagt, wer den Frieden will, der soll den Krieg vorbereiten. In diesem Sinne danke, das Mikrofon ist wieder offen. Ja, ich finde, in Amerika sollen die Waffengesetze strenger gemacht werden. Ich möchte nicht, dass wieder ein Massaker in Amerika ist. Und auch habe ich wirklich keinen Bock. Weil eine Waffe ist zum Töten da und nicht zum Spaß da. Und eine Waffe ist auch zum Töten gemacht und nicht zum Spaß gemacht. Und ich finde es schade, dass Donald Trump Lehrer auch bewaffnen möchte, aber das Problem ist, wenn wieder ein Massaker in der Schule ist und die Lehrer dann schießen, bekommen sie wieder die Anzeige und das finde ich nicht gut. Also Donald Trump, wenn du das sehen solltest, mach strengere Waffengesetze. Vom kleinen Handfeuerwaffen bis zu großen Panzerfäusten. Danke. Dann ist alles ein bisschen verworren hier. Wenn ich sage, ich will die Waffen abschaffen, dann meine ich nicht drei Waffen, die in wohl Privathand sind. Dann meine ich die ganzen Waffen auf der Welt. Dann will ich Frieden um jeden Preis und nicht noch Leute mit Waffen hier haben. Und wir müssen uns mal vor Augen führen. Bei Jugendlichen in Amerika ist die häufigste Todesursache der Tod durch Erschießen. Das muss ich mal vor Augen führen. Jedes Jahr werden 3000 Jugendliche durch Schusswaffen getötet. Das ist doch ein Skandal ohne Ende. Das können wir doch nicht zulassen. Deshalb brauchen wir unbedingt strenge Waffengesetze. Die Waffen gehören abgeschafft. Wir brauchen keine Armee. Wir können friedlich miteinander leben. Wir können die Sachen auf politischer Ebene austragen. Wir können uns sonst was einfallen lassen, um die Konflikte auszutragen, aber wir müssen das nicht. Aber wir haben ja nur ein Problem auf dieser Welt. Und dieses Problem ist das Geld. Der Unterschied zwischen Arm und Reich, der zerstört diese Welt. Wenn wir diesen Unterschied abschaffen, dann haben wir keine Probleme mehr. Es braucht keiner in Afrika zu hungern. Es sind genug Lebensmittel da, es ist genug Geld da, um dort etwas aufzubauen, um dort etwas zu tun. Aber nein, wir geben das Geld für Waffen aus, wir geben das Geld für unsinnige Sachen aus, die wir uns ausdenken. Zum Beispiel jetzt mit dem neuen Fahrverbot. Ne? In der Stadt darf ich 40 Mikrogramm
pro Kubikmeter 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft haben. Ne? Aber an meinem Arbeitsplatz, da darf ich komischerweise 935 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft haben. Wie passt denn das zusammen? Ist denn das Stickoxid bei meiner Arbeit weniger gefährlich als das hier auf der Straße? Oder wie ist das? Und wenn wir in Hamburg das Fahrverbot durchsetzen, lassen wir denn noch keine Kreuzfahrtschiffe mehr hier rein? Ein Kreuzfahrtschiff stößt so viel Stickoxid aus wie 5 Millionen PKWs. Das muss ich mal vor Augen führen. Wir müssen erstmal da ansetzen, wo das größte ist. Aber nein, immer wird alles ausgetragen zu Lasten des kleinen Mannes. Und dagegen müssen wir uns wehren, dagegen müssen wir vorgehen. Deshalb müssen wir entschieden Nein sagen zu dieser Regierung und müssen sehen, dass wir hier etwas ändern. Danke. So, also eigentlich habe ich es ja eben schon gesagt, wenn du die Waffen abschaffst, das bringt halt nichts. Die Leute können sich immer noch erschlagen. Deswegen fand ich den ganzen Punkt, den du jetzt gerade gemacht hast, ein wenig zielführend. Wie gesagt, wir können halt nicht davon ausgehen, dass wenn wir die Waffen abschaffen, dass es dann automatisch eine friedliche Welt wird. Ich finde, das ist ein Trugschluss und den kann man gerne verfolgen. Ich will da nur nicht dabei sein, weil Halleluja, ich stelle mir die Welt verdammt grausam vor. Und dann sagen die Leute immer, ja, das ist ja so schlecht reguliert. Das ist unglaublich reguliert. Also eine Waffe zu bekommen in Amerika, das ist nicht einfach auf eine Gunshow laufen und sagen, ach ja, ich hätte gerne die Waffe. Da gucken die dich schon komisch an. Wenn du nicht mit Lizenz und hier, ich weiß, wie der Prozess ist, der wird dir nämlich beigebracht vorher, wenn du eine Waffe kaufst. Und wenn du dieses Protokoll nicht nachführst und dieses Protokoll durchführst, dann geben die dir auch keine Waffe. Das ist ganz klar. Natürlich gibt es einen Schwarzmarkt, aber der Schwarzmarkt wird immer da sein. Es gibt auch in Deutschland einen Waffenschwarzmarkt. Bei uns haben wir ziemlich strenge Waffengesetze. Ich darf keine Waffe besitzen. Ich muss erstmal gucken und dann darf es auch nur ein ganz kleines Kaliber sein und so weiter. Also ich kann natürlich nicht wie in Amerika jetzt mit einem Sturmgewehr da reinlaufen, aber dieses Sturmgewehr ist halt auch nicht so einfach zu bekommen. Und am Ende ist doch die Frage, was hat denn den Jungen dazu motiviert? Was hat den Jungen dazu motiviert, da in die Schule zu gehen und die Leute zu erschießen? Und es wird nicht sein, dass er da eine Waffe gehabt hat, sondern dass sie ihn ziemlich mies behandelt haben, was bisher immer der Fall war bei so einem Massenshootings. Und das Schulsystem in Amerika, das ist auch kein Zuckerschlecken. Das ist, wir haben es hier verdammt gut mit aller Inklusion und so weiter, die wir hier haben. In Amerika, da sind die Schulen nicht so schön wie in Deutschland. Da wird auf irgendwie standardisierte Tests, ne, nur Kreuzchen setzen, nicht wirklich selbst denken. Man hat das auch in den Filmen gesehen, das ist wirklich so dort an den Schulen. Ich habe da ein paar besucht, als ich da war. Und auch die sozialen Klicken, wie sie sich da bilden, das ist alles kein Zuckerschlecken in den amerikanischen Schulen. Und das ist das Problem und nicht die Waffen. Weil, und jetzt kommt's, wenn diese NRA-Gunshows sind, wo sie dann die Waffen haben und wo man weiß, jetzt sind viele Leute mit Waffen in der Stadt, dann auf einmal gibt es viel weniger Verbrechen mit Waffen. Und ich habe das auch gemerkt in den Staaten, wo Waffen legal waren und dort, wo sie weniger legal waren, wo sie dann nämlich auch wie in Deutschland reguliert sind, da gehen die Leute ganz anders miteinander um. Die haben einen inhärenten Respekt, der eigentlich ja da sein sollte in der Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig respektieren. Die sind friedlicher miteinander, weil sie wissen, wenn ich hier jetzt Scheiße baue, dann ist das so, dass der andere mich, auch wenn er ein schlechtes Temperament hat, wegknipsen kann. Und ja, das ist halt der Punkt, den ich machen will, dass das, wie es vorhin schon mit dem Dutschke gesagt hat, Revolution ist kein kurzer Prozess, es wird nicht mal eben etwas anders, sondern es ist ein komplizierter Prozess, bei dem der Mensch anders werden muss, der Mensch muss sich ändern. Die Welt wird immer so da sein, wir werden immer, wenn wir wollen, Waffen machen können. Es gibt diesen Jörg Sprewe auf YouTube, der macht da die dollsten Dinger und die sind alle als Spielzeug legal. Weißt du, Waffen, 40 Joule, ein Pfeil, knallt dir durch den Kopf, du bist weg. Das ist legal, komplett. Das ist ein Kinderspielzeug in Deutschland. So, also, wir können Waffen jederzeit haben.
Wir müssen uns verändern, sonst werden wir das nicht hinbekommen mit dem Frieden. Danke. Und ich mache noch mal kurz den Pausenclown. Ich muss natürlich sagen, genau, das erste ist, bitte jugendfreundlich bleiben, auch wenn man über Waffen redet. Also man kann, wir haben hier drei Regeln, jugendfreundlich, gewaltfrei und bei Waffen dann nicht über die Wirkung bitte zu ausführlich berichten. Genau, das wollte ich einmal sagen. Ich wollte noch auch was anderes zum Thema sagen. Ich sehe es auch eigentlich eher so, dass die Menschen töten und nicht die Waffen. Es führt auch manchmal diese Waffenregulierung zu ganz absurden Sachen. Zum Beispiel kann man auf der Reeperbahn, darf man keine Glasflasche bei sich führen. Ne? Das wird ist eine Ordnungswidrigkeit und da muss man Geld für bezahlen, obwohl man niemandem was getan hat. Man hat nur eine Flasche bei sich getragen, geführt heißt das. Genau, das ist ein Gesetz, was dafür gilt, weil sie nicht wollen, dass Menschen mit Glasflaschen verletzt werden. Aber ich habe ja noch gar nichts getan. Auf der anderen Seite ist derjenige, der jemanden mit einer Glasflasche verletzt, der wird ja zusehen, dass er da nicht dass er abhaut oder dass er wegläuft. Das macht er ja illegal. Wenn jemand was Illegales macht, dann kann auf jeden Fall dazu führen, dass Leute nicht bestraft werden, die eine Straftat begangen haben und Leute Geld bezahlen müssen, Ordnungswidrigkeit bezahlen müssen, die überhaupt nichts getan haben, ehrbare, unbescholtene Bürger, die einfach nur eine Glasflasche auf der Straße tragen. Das führt manchmal zu absurden Sachen. Man darf zum Beispiel keine Messer bei sich haben, die man mit einer Hand öffnen kann. Da muss ich auch sagen, ich bin ein unbescholtener Bürger, warum darf ich kein Messer haben, was ich mit einer Hand öffnen kann? Ja, das darf ich nicht bei mir führen, frage ich mich dann so. Genau. Oh ja, wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Ich wollte noch was anderes sagen. Hier ist... Ach so, ist es schon 8?